Also, auf der Seite 5, Nummer 5, 5 plantare Linien des Fußes. Auf der Fußsohle arbeiten wir von diesem Startpunkt aus, mittig vor der Ferse, und lassen uns eigentlich nur so ein bisschen drauf sinken. So eine leicht hüpfende Bewegung, also gleichzeitig. Und hier beginnt man zuerst wieder in Richtung der Großzehe. Wir öffnen eher, ihre Beine fallen mit nach außen, bis vor das Großzehengrundgelenk. Und ab hier arbeiten wir mit DC, Daumenzirkel. Im Sohlenbereich DD, Daumendruck, ab dem Grundgelenk Zirkel. Bis zu der Zehenkuppe. Und hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine typische Sache, die man in der Thai-Massage macht, ist so ein Schnipsen. Das ist nur für die wenigsten Leute richtig angenehm und man verliert den Kontakt zur Person. Das ist nicht unbedingt meine präferierte Lösung. Was auch gut ist, ist einfach etwas mehr Druck dort mit drauf zu bringen. Das ist den meisten angenehm. Bitte nicht bei Migränepatienten oder Leuten, die schnell einen Kopfschmerz ausgelöst bekommen. Das kann dadurch schneller passieren, gerade bei dem Zupfen. Aus der philippinischen Massage kann man auch eine andere Variante sehr schön mit hineinnehmen, und das ist mit dem Daumennagel zu arbeiten. Wie ist denn das für dich? Okay. So gehen wir jede einzelne Linie ab, immer mit diesem leichten Abheben, aber in Kontakt bleiben. Nächster Punkt. Daumendruck, Daumendruck, ab dem Grundgelenk wieder zirkeln, in jede weitere Zehe. Wenn man relativ kleine Hände hat oder dieser Fuß, den man behandelt, recht groß ist, dann kommt man hier irgendwann kaum noch zur vierten oder fünften Zehe. Dafür ist es gut, den Griff zu wechseln. Ich stütze mich dabei mit meinen Ellenbogen hier auf meinen Oberschenkeln ab und lasse so mein Gewicht nur nach vorne fallen. Seht ihr ganz schön? Der Druck ist wieder senkrecht zum Gewebe und ich mobilisiere auch hier wieder ihren gesamten Körper etwas. Achte darauf, dass dein Daumen eine gute Position hat und wie so eine Kraftwirklinie auch funktioniert. Ich zeige euch später sonst noch Möglichkeiten, wie man das auch mit Stehen gut machen kann, dass einem der Daumen hier nicht wegliegt. So, gerade bei der kleinen Zehe ist oft sinnvoll, hier diese Variante zu nutzen. Mein Oberkörpergewicht stützt sich über die Ellenbogen auf mir selber ab. Dadurch bleiben meine Oberschenkel eher mit weich und der Rücken ist entlastet. Je nachdem, was für eine Variante ihr die Zehenkuppen abschließen wollt. Okay, das war die Nummer 5. 5 plantare Linien. Dann Nummer 6 haben wir den Daumendruck auf den 9 Punkten, wie eben besprochen. Also jetzt kommt das, wie arbeiten wir und nicht mehr wo. Klassisch arbeitet man jeden einzelnen Punkt durch. Eine Runde lang, 5 Sekunden Mediumdruck, anschließend eine Runde 10 Sekunden lang intensiver Druck und zum Abschluss wieder eine Runde 5 Sekunden Mediumdruck. Aber in Deutschland springen einem die Leute an die Gurgel, wenn man das so macht. Also es macht hier meistens mehr Sinn, ein- und ausschleichend zu arbeiten und dann aber nur eine Runde zu machen. Also klassisch dieser 5-10-5er-Rhythmus und meistens hier praktikabler, sanft. Das ist wahrscheinlich gut, wenn du noch mehr von der Seite filmst, dann sieht man meinen Körper mehr. Denn sanft heißt, ich lege hier nur mein Armgewicht ab. Ich lasse meine Schultern bewusst fallen, so, das ist gut, einmal den ganzen Körper zu sehen bei den nächsten Techniken, dass dieses Gewicht hier wirklich runterkommt. Ist sanft, ist für dich gut aushaltbar, ne? Okay. Medium heißt, meine Knie sind weit auseinander, wie wir das in der Übung vorher schon hatten, und jetzt kommt mein Brustbein aktiv nach vorne. Dadurch kommt deutlich mehr Schub hier an. Medium. Geht für dich immer noch ganz gut, ne? Ja.
Das fühlt sich noch nicht nach Aushalten an für mich, oder? Würdest du sagen, es ist sehr unangenehm, aber du kannst damit umgehen? Nicht unangenehm. Guck mal. Okay. Und stark oder intensiv heißt, du setzt am besten die Zehenballen auf von deinen Füßen und kannst hier hochkommen, sodass du aus der Hocke heraus mit geradem Oberkörper und gestreckten Armen hier den Druck mit aufbauen kannst. Geht für dich auch noch, ne? Super. Diesmal, über die Grenze spreche ich da gleich noch was mehr. Aber ich höre auch seitlich Unterschiede. Ja, das fühlt sich da an. Links habe ich mehr. Deutlich. Ne? Der andere ist fast egal. Mhm. So schauen wir dann nach den Grenzen. Dazu sage ich jetzt nochmal mehr. Aber das sind die drei unterschiedlichen Techniken. Eigentlich nur Armgewicht fallen lassen, dann Brustkorb mit nach vorne und zu guter Letzt auf die Zehenspitzen und von hier aus den Druck geben. Sanft, medium, stark. Und ich gehe nachher nochmal bei jeder Person rum, dass ihr da so ein bisschen eine Kalibration für bekommt. Okay, machen wir erstmal einen Cut.